Schön, dass auch du bei der 6. Folge von 7 Days to Die wieder dabei bist. Und es geht los nach dem Intro. Erstmal alles tragen. Wie war das nochmal? Nicht Tab. Irgendwie, nee. Q ist fallen lassen. Ja, ich habe Probleme mit der Steuerung. Nee, das ist der Chat. Wie öffnet man nochmal das, C? Nee, C ist ducken. Das ist das Mikrofon. Da, B. Macht auch Sinn. Macht auch wirklich Sinn. Das sind wir, okay. 6% Strahlung ist das anscheinend. Und ich brauche meine Axt wieder. Nein, ich will nicht Steam-Fenster öffnen. Und wie heißt die Keule jetzt? Knüppel. Holzknüppel. So, ist es da. Wenn ich mich nicht irre, sollte als nächstes dann der Bogen kommen. Da ist eine kleine Wasserquelle. Das wäre nicht schlecht, wenn wir da ein Haus haben, eine kleine Wasserquelle. Federn und Eier. Ach, das ist nur so ein Zeltlager. Bei denen sollte man immer aufpassen. Ich hatte immer so blöde Erfahrungen mit Zeltlager. So ganz unangenehme Erfahrungen. Shotgun-Munition. Gibt das immer noch? Ja. Es gibt immer noch so Kleiderfragmente. Ich höre momentan keinen Zombie. Das sind nur Überreste von Menschen. Jetzt höre ich da was. Jetzt höre ich was. Da kommt einer. Und ich würde dann sagen, ich glaube, ich habe alles aus dem Zeltlager ausgeräumt. Wir gehen weiter. Weil ich will ein richtiges Haus, nicht so Zelte. Und Wege in der Wüste sind, glaube ich, auch neu. Also hat da vorne Haus. Haus, richtiges Haus. Ach, das sind wie Art Bananen. Das sind zum Teil da so, das sind Bananendinger irgendwie. Denke ich mal, vielleicht. Ich muss mich danach mal ein bisschen über das Update informieren, weil sonst gehe ich da staunend in der Welt herum und finde nichts heraus. Herausfinden werde ich schon, aber die Frage ist, wie lange es dauert, bis ich mit dem neuen Update zurechtkomme. So, das heißt jetzt erstmal wieder Umgebung räumen. Oder besser gesagt, den Bogen mal machen. Fertigen. Und, Pfeile, nicht mehr Arrows. Ich kann nur einen Pfeil herstellen. Ich benötige mehr Steine. Mehr Steine. Da vorne hat es Steine. Mache ich so einen gröberen kleinen Stein kaputt. Großen kleinen Stein. Ja, diese Wortstellung macht definitiv Sinn. So, kloppen wir da erstmal ein paar kleine Steine raus. Weil sonst haben wir da keine Chance gegen die Zombies in der Hütte. Oder um die Hütte. Die haben mich, glaube ich, gesehen. Weil die laufen so Richtung zu uns. Also, nee, die laufen nicht zu uns. Die laufen irgendwie. Die KI ist immer noch so clever wie Brot am Tag. Und immer noch das Gleiche mit dem Bogen. Man muss zuerst den Bogen nachladen. Das hat sich auch nicht geändert. Durchsuchen. Und jetzt hole ich mir das sozusagen das Messer, das Knochenmesser raus. So, Rezepte, Knochenklinge.
Also irgendwie. Die Grafik ist schon ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Sie hat was, aber. Irgendwie nicht so meins. Irgendwie nicht. Und da oben haben wir auch noch wer. Hallo, Krankenschwester. Möchtest du dich nicht wieder hinlegen? Du siehst irgendwie müde aus. Bandagen und Old Cash. Okay, jetzt bin ich aber vollends verwirrt. Nicht wegen dem... Hell? Ich komme nicht mehr nach, warum ich jetzt drei... Oder sind das Fähigkeitspunkte? Dieser Dollar oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Jetzt erstmal die Chef... Oh, schon Eisenrohr. Ganz gut. Essen kann man immer gebrauchen. So wie sich das anhört, sind mehrere unten. Hört sich nur so an. Mach doch nicht so einen Lärm. Kann ich das jetzt wirklich? Ja, mach ich halt. Axt. Ach, zu wenig Stein. Ganz toll. Hallo. Krankenschwester, schon wieder. Schöne Blutanimation. Sehr schön. Jetzt ist es voll leise, wenn diese... Das war nur ein Zombie und hat solchen Lärm verursacht. Okay. Ach ne, da draußen ist auch noch wer. Also ich werde erstmal dieses Gebiet versuchen abzusichern. Damit ich danach die Nacht überstehen kann. Die erste Nacht hier verbunkern, danach mal eine größere Stadt wieder suchen. Um einfach ein bisschen Ausrüstung zu finden. Oder ein paar Häuser, also nicht unbedingt eine Stadt, aber irgendwas, das sich lohnt. Also mehrere Häuser beieinander, so eine kleine Siedlung wäre nicht schlecht. Holz, Holztüren. Gesicherte Holztüren. Ja, zwei Türen mache ich. Also irgendwie in die Weite sieht das Spiel viel besser aus. Und die Karte wird auch breiter abgeräumt. Das hatten die ja auch die Thematik, dass eigentlich nur ganz einen schmalen Strich freigeräumt wurde. Und wir brauchen immer noch Steine. Nein, ich brauche Steine und habe die Holzachse kaputt gemacht. Super von mir. Clever. Mitgedacht. Holz. Alter Müll. Immer den Müll durchsuchen. Ja, ja, das kann ich halt jetzt nicht mitnehmen. Ich muss auch Truhen machen. Ach, diese kleinen Scheiß-Kaktus. Den habe ich nicht mal gesehen. Reicht es jetzt nicht? Wie viele Steine habe ich? Wo sind meine Steine? Ach da, für einen kleinen Scheißstein. Hallo Hase. Du rennst im Kreis. Jetzt nicht mehr. Ich scrappe da mal ein paar Gegenstände, damit ich dir, wie soll ich sagen, das Fleisch vom Hasen mitnehmen kann. So, Hasenfleisch. So, ich weiß jetzt, die Zombies schmecken mich besser. Aber Hasenfleisch, also Fleisch ist Fleisch.
Was haben wir eigentlich für Zeit? 16 Uhr? Ich habe momentan keine Ahnung, wann das die Dunkelheit einsetzt. Ob jetzt 21 oder ich glaube 21 Uhr. Ich kann es nicht sagen. Bin ich blind? Ich finde keine Steine mehr. Ich finde nur noch Vogelnester. Nicht, dass das ein Problem wäre. Also es wird schon zu einem Problem, wenn ich keine Steine mehr finde. Hallo, wie viele Vogelnester sind denn da? Ich glaube, ich brauche eine Brille. Nee. Hallo, Steine. Irgendwer. Können sich nicht mal einen Stein melden? Das ist mühsam. Gehen wir in die Nähe von dem Weg. Vielleicht finden wir dort einen Stein. Nur Geschichte der Stein. Da ist ein kleiner Stein. Ganz schön. Ich muss wirklich darauf achten, dass das nicht mehr passiert. Weil das ist sehr mühsam. Sehr. Habe ich noch Platz? Ja. Ich mach mal das Chili da weg. Und gehe da mal ins Haus. Oder besser gesagt, ich besorge mir jetzt erstmal anständig Steine, weil sonst, wenn mir das wieder passiert, dann drehe ich am Rad. Ich hole mir da erstmal ein paar Steine ab. Wo sind die? Die waren doch hier. Da. So, ein paar Steine können nicht schaden. Also das mit dem Stufen bleibt auf jeden Fall noch. Was ist das? Eisenbruchteil. Ganz gut. Also die erhalten Eisenstücke, diese Steine. Und zwar noch ziemlich anständig. Oder nur. Kein Platz mehr im Inventar. Interessant. Immer noch kein Platz im Inventar. Was machen wir dann weg? Die alten Sandwiches, wer will die schon? Wer will so ein gammeliges Sandwiches essen? Danach mache ich ein paar Truhe, damit ich das Zeug einordnen kann und sichere das Haus, weil 18 Uhr und ich weiß nicht, wann es dunkel wird. Aus diesem Grund würde ich jetzt sagen, ab zurück ins Haus. Aber der Weg geht schon ziemlich steil den Hang hoch. Ich frage mich, ob man diesen Weg überhaupt beschreiten kann. Eigentlich soll es ja grundsätzlich machbar sein. Aber man weiß ja, 7 Days to Die hat nicht immer die Ultralogik dahinter, also manchmal generiert es ein bisschen Schwachsinn. So vor allem der Kartengenerator. Immer noch gesperrt. So, und die Tür ist endlich weg. Jetzt. So. Aufrüsten. Also, nicht schlecht. Wir haben ja, ich glaube, wir haben gerade keine Eisenprobleme. Nee. Momentan nicht. Ich könnte noch Frames währenddessen herstellen. Wie heißen die jetzt? Holzrahmen. Okay, ja, macht irgendwie Sinn. Da, Holzrahmen. 30 sind sicher zu viel. Machen wir 10. Und flicken da erstmal die Wände ein bisschen. Fenster wieder verbarrikadieren. Erstmal so auf der ersten Stufe reicht. Also so auf die, besser gesagt auf die zweite Stufe. Weil ich will nicht allzu viel Holz verschwenden.
Ich glaube, ich habe auch nicht mehr zu viel. Nee, ich benötige mehr Holz. Es darf einfach nicht allzu spät, allzu früh, meine ich, dunkel werden. Da drüben hat es Bäume. Aber wenn ihr wissen wollt, ob wir das Haus bis zur Nacht rechtzeitig fertig bekommen, müsst ihr auch das nächste Mal wieder einschalten. Danke, dass ihr diese Folge gesehen habt. Das war's. Tschüss.